Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Mit einem Autoverflog als kleine Entschuldigung, weil ich heute nicht mehr streamen konnte heute Mittag, weil irgendwie alt hier mit Mal kommt. Ich nehme jetzt auch die normale Kamera, weil ich habe meinen Bildschirm von der Kamera auf meinem Autoradio und kann dadurch sehen, dass ich vernünftig im Bild bin. Ja, ich war jetzt Sommerreifenruf machen. Die sind aber nicht mehr so pralle, also geht noch eine Weile, aber Hochgeschwindigkeit sagt, da würde er damit nicht fahren. Jetzt kommen wieder andere Felgen drauf. Ich habe jetzt von meinem Bruder welche gekauft. Da sind noch astreine Gummis drauf, die wollte ich sowieso kaufen. Schöne Detroit-Felgen. Ja, dann war jetzt der Scheibenmann da, wegen Scheibe reparieren, weil ich so einen Steinschlag hatte. Das habe ich auch mitgekriegt, das war, also hat er gesagt, das war wohl schon vorher. Und es war halt nicht gut repariert. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, ich habe ja Teilkasko und er sagt, meine Versicherung zahlt auch was und die zahlen was. Und irgendwie brauche ich dann nur 75 Euro bezahlen. Das haben wir jetzt uns hier einig, dass wir das nach dem Sommer machen. Im Herbst, Anfang Winter wollen wir das machen. Weil nicht, dass jetzt hier nochmal was ist. Oder ich baue jetzt eine neue Scheibe ein. Und ja, 3 Wochen später ist die gleiche Scheiße wieder oder sowas in dem Art. Weil... ja, die Baustelle da Berliner Ring ist ja natürlich kacke, wenn man nach Polen donnern. Mal beobachten. So, wie gesagt, ich werde heute Abend nicht live streamen. Ich hoffe, ich schaffe das Video heute noch online zu stellen. Also Freitagabend werde ich nicht live streamen, Samstag, Sonntag und Montag auch nicht. Ich werde erst wieder Dienstagabend live streamen. Dienstagabend werde ich wieder live streamen. Da werde ich dann mir nochmal Wikings vornehmen. Ich wollte ja nochmal mit den Zwischwertern das machen. Also mit Loki als Profil. Also nicht als Profil, sondern als Schutzgott sozusagen. Oh, meine Kamera ist jetzt wieder ein Stück runtergerutscht. Also die Halterung ist jetzt hier nicht so optimal. Also eher suboptimal. Da muss ich mir mal eine neue Halterung holen. Ich hoffe, das Mikrofon ist so gut, weil das ist die Billigversion vom iPhone-Headset. Weil ich die Samsung-Dinger nicht mag und Ohren und finde ich auch nicht. Und das ist die Billigversion, weil mein originales iPhone-Headset, was ich vom Manu geschenkt bekommen habe, ja, das ist im alten Auto und das alte Auto ist ja geklaut, also weg. So, jetzt bin ich, auf, wie gesagt, erstmal auf dem Weg zu meiner Mutter. Ich muss nochmal Fotos machen von der KBA-Nummer, von den Felgen und ja, wegen der ABE kicken. Online, weil ich habe die originale ABE nicht und gucken, ob sie auf mein Auto ruf darf. Eigentlich darf es auf mein Auto ruf, weil ich hatte am Golf 5 ja die gleichen drauf. Also nicht die jetzt die gleichen, aber das gleiche Modell hatte ich drauf, weil meine sind ja geklaut. Sind 18 Zoller, bloß der war nicht tiefer gelegt. Jetzt ist hier mein Problem, wo ich erstmal gucken muss, ob ich die jetzt überhaupt mit der Tieferlegung, die ich habe, kombinieren darf. Oder kann, ob das erlaubt ist und ob die denn nicht schleifen. Und wenn die denn schleifen, dann kann ich die natürlich nicht nehmen. Aber ich hoffe und drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass ich die dann doch nehmen kann. Jetzt ist die Kamera schon wieder verschwommen. Ich mache die gleich wieder richtig. Ich muss jetzt sowieso gleich erstmal, halten und die KBA-Nummer fotografieren und alle drum und dran. Ja, ich denke mal, ich werde gleich noch mal einen Cut machen. Ich will dann gleich noch nach Hause fahren und so. Ja, ich muss jetzt hier kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt die Nummern von der Felge fotografiert. Jetzt werde ich zu VW fahren. Gucken, ob die mir eine ABE ausdrucken können und ob die mir genauere sagen können, was nur jetzt ist mit Tieferlegung oder nicht Tieferlegung. Eigentlich sind GTI-Felgen und der GTI ist an sich ja schon tiefer gelegt, also dürfte da eigentlich jetzt nicht sein. Und vom Radkasten oder so ist beim GTI ja auch nichts anderes als beim normalen Golf. Rein theoretisch. Ein Theoretiker. Na, mal gucken, was VW sagt.
Die kennen sich da mit ihren eigenen Felgen ja nur ein bisschen. Wann bremst du denn jetzt hier? Boah, ja, blinke. Denn zu doof hier in der Einfahrt drin zu fahren, ey, da würde ich noch krauchen. Wird noch schieben. Ja, wie gesagt, die nächsten Tage wird nichts mit Livestream. Erst Dienstagabend wieder, da werde ich mir Vikings vornehmen. Und dann müsste rein theoretisch Blue ja auch seinen Ghost Weekend haben. Klopsi hat es, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht. Oder müsste jetzt bei Klopsi kommen. Und dann müssen wir gucken, wie wir zeitlich alle zusammenfinden. Dann könnte rein theoretisch möglich sein, dass ab nächste Woche das nächste Livestreaming-Projekt losgeht. Und zwar Ghost Weekend. Mit mir, Blue, also Blue Hunter und dem Klopsi. Und da werden wir dann so machen, dass wir dann eine Party sind, denn alle ein Headset haben, ein Mikrofon haben, logischerweise. Und dass man sich in der Party unterhalten kann. Alle schalten dann halt den Modus frei, dass man sich selber übertragen darf und aufnehmen darf. Dass ich das im Livestream dann nur drin habe. Nicht, dass er euch wundert, mit wem quatsche ich denn die ganze Zeit. Dass er nicht nur mich hört, sondern auch die anderen. Das wird laufen, ja. Dann habe ich noch eine Küchenuhr. Da werde ich vielleicht eventuell heute Abend oder... Ja, doch, könnte ich heute Abend noch machen. Das werde ich dann aber höchstens erst Sonntag schaffen, online zu stellen. Und dann habe ich eigentlich noch weiter. Dann müssen wir gucken, was jetzt so in der nächsten Zeit passiert. Also die Livestreams kommen dann noch. Wenn das zu den Filmen und Serien kommt, denke ich mal Samstag. Und dann müssen wir mal sehen, was wir als nächstes machen. Ich habe da ehrlich gesagt noch keinen Plan. Wer ruft mich denn da an? Hannover. Moment. Da bin ich auch wieder. Deutsches Energieforschungszentrum, wieder so eine billige Abzocke wegen Stromfirmen. Ey, das hasse ich. Ey, wer die mich denn manchmal wochenlang nerven? Und dann rufen alle zwei Tage irgendein anderes Unternehmen. Ich habe so die Schnauze voll. Und dafür musste ich jetzt die Aufnahme unterbrechen. Ey, so bekloppt das, ey, die mit ihren Scheiß-Forschungsscheiß da. Und dann ist es auch nur eine billige Abzocke wegen Strom. Ich habe meine Firma, ich habe da Vertrag und wenn ich denn was anderes will, dann gehe ich auf Check24 oder so, mach mich schlau. Nee, das nervt. Also das kotzt mich echt an. Da muss ich mal gucken, dass man da vielleicht auch ihnen vorgehen kann, dass man sich auf irgendeine Liste schreibt, dass die ihn irgendwie in Ruhe lassen. So eine Abzockfirma oder so eine Umfrage-Scheiße, weil ich mir so auf den Pisser, ey. Oh, könnte ich mich jetzt schon wieder aufbringen, ey. Aber Busa, ich bleib ruhig. Aber wie gesagt, geht dann Ghost Weekend los. Ich habe auch die Zusage gekriegt für Prey. Also werden wir, das kommt ja erst nach April oder 27. April, glaube ich. Ne, 27. Mai. Entweder 27. April oder 27. Mai. Ich lese das jetzt, ich habe es nicht im Kopf. Werden wir Prey spielen und das darf ich sogar einen Tag vor Release online schalten. Also ich darf einen Tag vor Release mit euch da zusammen online spielen. Und das ist so ja diesmal erlaubt, weil bei manchen Spielen darf man das halt nicht. Da kriegt man dann halt so Review-Embargo, wann man Reviews, wann man Livestreams machen darf, wann man Bilder dazu veröffentlichen darf, wann man überhaupt dazu öffentlich eine Meinung haben darf. Weil die wollen natürlich auch nicht, dass man die Fans oder so vorher spoilert oder so. Ist ja auch verständlich. So, ja, soweit fällt eigentlich jetzt so momentan nicht viel an. Ich will demnächst dann nochmal einen Autofahrvlog machen und mit euch so ein bisschen über Gott und die Welt labern. Hangouts, ey, das hat mir so viel Freude und Spaß gemacht mit euch letztens, die Hangouts, die ich gemacht habe. Das hat mir echt, muss ich zugeben, hat mir extrem, extrem gefehlt. Ja, ich hätte mal angefangen zu blinken, du Idiot. Fährt der einfach rum, ey, so eine Fotze, ey. Entschuldigung. Der hat mir echt riesen Spaß gemacht. Auch meine Sitzhaltung ist mal an, ich wollte gar nicht. Ich wundere mich, warum ich hier schwitze und einen warmen Arsch kriege. Und das will ich auf jeden Fall wieder machen.
muss ich nur gucken, welchen Tag und mit den anderen dann absprechen, ob die dann auch können an diesem Tag. Vielleicht auch mal mit einem anderen Team über Games und mit den alten Leuten über alles Mögliche. Mal gucken, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. So. Und gleich bin ich auch schon bei VW. Ich hoffe, die können mir wenigstens weiterhelfen. Neues Felgenschloss will ich mir dann auch noch kaufen. Wenn mein schon so ein bisschen abgenuddelt ist, weil ey, das sind 1000 Euro Felgen, also da habe ich mir natürlich den zahle ich auch auf Ratten, aber echt den Just, das nennen wir die Cloud. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut, ich gehe mal schnell rin zu VW. Wir sehen uns gleich. So, ich muss meinen Namen ein bisschen aussprechen. So. So kommt es ein bisschen besser, glaube ich, oder? Ich kann das nicht weiter biegen. Ne. So. Oh Gott. So, jetzt war ich nochmal bei meiner Mutter. So. Das sieht die Kacke aus. Das sieht richtig kacke aus. So. Ja, naja. War bei VW, hab alles geklärt, war jetzt bei Reifenheinzel hier bei uns bei der Reifenbude. Hab mir einen Kostenvoranschlag geholt und einen Termin geholt, wann ich meine Reifen machen lassen kann. Weil, so wie es aussieht, wird es teurer, mir die Felgen einfragen zu lassen als alle anderen. Weil das geht nur, weil ich habe ja ein Gewindefahrwerk. Die sind ja eigentlich nur für den VW zugelassen. Also müsste man das checken. Ich habe ja jetzt auch die Daten alle. Aber alleine das Eintragen kostet, je nachdem, was das für ein Aufwand ist und was sie sich noch ausdrucken lassen müssen, kostet mich das zwischen 150 und nach oben hin keine Grenze. Und dabei ist es noch nicht mal erwiesen, dass ich die auch hundertprozentig eingetragen bekomme. Also kann es sein, dass ich die nicht eingetragen bekomme. Und trotzdem, sagen wir mal, kostet mich 200 Euro, die 200 Tacken hinblättern kann. Und das ist mir zu riskant. Deswegen werde ich jetzt erstmal auf meine, die ich jetzt drauf habe, neue Gummis raufziehen lassen. Und ja, das kostet mich 375 Euro oder so. Auch mit alten entsorgen lassen und hast nicht gesehen. Da habe ich jetzt auch schon Termin, das wird dann auch gemacht. Und dann kann ich mir immer noch einen Plan machen, ob ich die anderen jetzt nur nehme oder nicht nehme. Das sind richtig, richtig gut erhaltene Detroit-Felgen. Aber nicht die normale Silber, sondern Silber-Schwarz. Schön vorne schön Silber und nach innen hin Schwarz. 18 Dollar. Habe ich nämlich ein geiles Angebot gekriegt. Mit einem Ersatzrad, also mit einem Notrad, würde ich noch dazu kriegen, was ich in den Kofferraum packen kann, für, was wollte haben, 8 noch was, also 800, 800 noch was oder so. Die Gummis sind auch tipptopp da drauf noch, die sind zwar auch schon ein paar Jahre alt, aber kein, nicht porös, gar nichts. Und ich hätte die echt gerne wieder drauf gehabt, wie bei meinem Golf damals. Aber die sind ja leider nicht mehr da, die sind ja geklaut. Könnte ich mich jetzt noch so einen Arsch speisen, ey. Die waren so geil, die Felgen, ey. Felgenschloss, alle, die haben ja Felgenschloss, bringt ja nichts, wenn sie das ganze Auto klauen, die Penner, ey. Naja, so, jetzt ist 14.07 schon. Bin jetzt auf dem Weg nach Hause, meine Tochter hat jetzt Schulschluss. Also eigentlich um 14.05. Die müsste jetzt auch jeden Augenblick zu Hause aufschlagen, also eigentlich mit mir zeitgleich ankommen. Na gut, vielleicht ein bisschen später, ich bin ja gleich zu Hause. Da muss ich mir erstmal fertig machen, weil ich bin total durchgeschwitzt, bin seit heute früh unterwegs. Ich habe nicht mal geschafft, das andere Video zu bearbeiten, das werde ich nachher erst machen. Ey.
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich noch einen Livestream machen kann jetzt hier irgendwie, aber selbst das seht ihr ja, ich bin heute früh aus Haus, ich habe ja jetzt hier aufgenommen in den Etappen und bei VW ewig gesessen und bei der Werkstatt hat es ewig gedauert, die Felgen rufmachen und alle drum und dran. Jetzt werde ich mal Klima anmachen, ey. Das ist mir ein bisschen und schön kalt. So, volle Pulle und hier machen wir mal Low. Dual. So. Herrlich. Also Klimaautomatik, es gibt nichts Geileres. Ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu laut für das Video. Ja, und seht da mal so jeden Tag rum. Werkstatt, dann VW ewig, dann Reifenheinze hat auch ein bisschen was gedauert. Und man ist eigentlich im Prinzip nicht vorangekommen. Das ist halt ein bisschen doof. Jetzt meine Tochter kommt gleich, die muss ich, mit der geht es dann auch noch gleich zur Logopädie. Aber erstmal wegen Umziehen. Und so, und nochmal ein bisschen waschen und so. Dann, nachher hole ich meine Frau dann noch vom Bahnhof ab. Und ein Großeinkauf ist heute auch neu geplant. Das war richtig fett einkaufen, weil der Kühlschrank ist wieder leer, ist Anfang des Monats. Und da wird immer ein richtig schöner Großeinkauf gemacht. So mit den Nötigsten, was wir jetzt für die nächsten 2 Wochen brauchen. Und dann fahren wir ja Mitte des Monats wieder nach Polen und da holen wir dann wieder die Salami, Butter, ja, ein paar polnische Spezialitäten, Süßigkeiten und sowas alles. Weil da kommt Deutschland einfach nicht ran, weil da machen sie ohne Zusätze. Das Brot ist lecker, der Käse ist lecker, die Wurst ist lecker. Ja, und auch die Süßigkeiten, die haben richtig lecker Süßigkeiten, die es so in Deutschland nicht gibt. Und deswegen fahren wir halt gerne nach Polen, weil es sich gut macht und natürlich tanken. Letztens habe ich bezahlt, das habe ich gezahlt, habe ich getankt, den Newton Sprit 98 erwartet. Und die haben auch nicht so viele Öko-Zusätze hier drin wie in Deutschland. Irgendwie komme ich mit der Tankladung, wenn ich in Polen tanke, weiter als mit dem Sprit in Deutschland. Klingt komisch, ist aber so. Und ich habe letztens bezahlt 67,74 Euro oder irgend so was in dem Dreh für komplett voll. Also die Warnleuchte hat schon aufgeblinkt. Ich habe schon unten fast die Nadel hat fast aufgelegen. Ja. Also richtig schön voll gemacht für 67 Euro. So, passt. Ich habe jetzt ja, ein bisschen über ein halb. Ja, mit der Kleen noch ein paar Termine und so. Also ich denke mal, da wird noch was weggefahren. Und dann werde ich noch mal tanken und ich werde mir diesmal weg in den Polen auch jedenfalls einen Kanister mitnehmen. So, ich werde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Das war mal wieder mit dem Auto verflockt. Ein paar Infos habt ihr gekriegt, aber ja, bei dem stressigen Tag halt ein bisschen verplant alles. Ich werde jetzt nachher alles schnippeln und schneiden und na schneiden nicht, aber zusammenfügen und gucken. Und dass es dann schnellstmöglich online geht. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen oben da lassen. Das wäre klasse. Dass der Autofahrvlog seit langem gleich so verplant ist, war jetzt nicht geplant. Also ich habe eigentlich gedacht, mal einen schönen gemütlichen Autofahrvlog, dass ich hier so oft cutten muss und so. Naja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude dran. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ihr habt euch wohl. Ahoi, sagt euer Odin.